es läuft super. Saugeile Laune habe ich, eine Euphorie, eine gewisse Energie. Also ich würde zurück mal so eine 100-Meter-Sprint machen. Da drin in den Clubs sind eigentlich ziemlich alle cool drauf, muss ich sagen. Also habe ich alle gern. Ansonsten hier muss ich sagen, mir geht's gut. Keine Müdigkeit mehr, kann mich nicht beklagen. Besser als jeder Alkoholrausch. Super, genau so muss das sein. Geiler Ausgleich, besser als jedes Antidepressiva. Wenn ich Gehbehel konsumiere, dann habe ich so ein Gefühl wie gewisses Achterbahnfahren, so ein Gefühl her, so ein Kribbeln im Bauch. Man hat halt gute Laune, möchte was unternehmen. Gehbehel macht, wie soll ich sagen, auf jeden Fall Lust auf Sex, sehr viel Lust auf Sex. Die Gefühle sind intensiver. Gehbehel ist halt so eine Droge, die sich am besten halt facht, wenn man in Gesellschaft ist oder bei mir halt, wenn ich im Club drin bin. Man kann so teilweise wenn man ein gewisses Konsum erreicht hat, dann kann man teilweise die Musik so spüren, anfassen, so in der Art, gerade wenn man am Tanzen ist. THB ist Gamma-Hydroxybutyrat, eigentlich eine Chemikalie, die allerdings in Deutschland auch als Arzneimittel zugelassen ist zur Einleitung von Narkosen. Und sie wird in den letzten Jahren leider massenhaft in der Jugendkultur missbraucht. Es wird nicht nur GHB konsumiert, sondern auch eine Vorform dieser Substanz, das ist das sogenannte GBL. GBL ist eine chemische Verbindung, die als Reiniger zum Beispiel von Graffiti verwendet wird und bis vor kurzem in großer Menge leicht im Internet verfügbar war für jedermann. Wie bei allen Missbrauchssubstanzen gibt es natürlich für GHB sehr viele Street- oder Slang-Names, wie man das nennt. Liquid Ecstasy war eigentlich einer der ersten und ist mit einer der verbreitetsten. Genauso wird die Substanz als G bezeichnet oder lediglich als Liquid. Eine zusätzliche traurige Berühmtheit hat GHB oder Liquid Ecstasy in den letzten Jahren erlangt, weil es eingesetzt wird als sogenannte K.O.-Tropfen. Groß geworden bin ich in einem kleinen Dorf mit ungefähr 1000 Einwohnern als Einzelkind. Hab da auch 30 Jahre lang gelebt und bin seit einem Jahr halt weggezogen. Ich bin im Gesundheitswesen tätig, betreue da halt sozial schwächere Menschen oder auch kranke Menschen und fühle mich da so bestens aufgehoben. Mir macht die Arbeit Spaß. Neben meiner Arbeit bin ich halt sehr sportlich aktiv. Ich habe da meine Tagesabläufe, ich habe da meine Vereine und Interessen und das gestaltet sich immer Tag für Tag eigentlich mit demselben Rhythmus. Erstes Mal Kontakt mit Rauschmittel hatte ich mit 15, 16 Jahren. Da habe ich erstmal Alkohol getrunken und habe auch Alkohol seitdem auch nur noch konsumiert bis zu meinem 30. Lebensjahr. Und da bin ich halt umgestiegen auf GBL. Durch Alkohol ist halt auch eine Beziehung abgegangen. Ich hatte damals meinen Führerschein verloren gehabt, weil ich halt auch so viel getrunken hatte, dass ich nicht mehr genau wusste, was ich tue. Und da habe ich gesagt, so, du musst eine Notbremsung machen mit Alkohol kommst du nicht klar. Und da habe ich halt im Internet in gewissen Formen halt die Frage gestellt, gibt es Alternativdrogen im Vergleich zu Alkohol? Und da wurde mir halt indirekt GBL empfohlen, aber auch davor gewarnt, vor der Suchtgefahr, muss ich dazu sagen. Ich bin der Meinung, dass ich mit GBL halt mich wohler fühle und auch, wie gesagt, nicht mehr so ein Mistbauer. Vor 5 Jahren war ich im Club, habe dort auf Freunde gewartet. Während ich auf die gewartet habe, habe ich auf dem Boden eine Flasche Kurzen gefunden, also so ein 0,2er-Shot. Und dachte, es wäre eine super Idee, den auszutrinken, während ich auf die Leute warte. Leider war nicht der Inhalt drin, den ich erwartet habe, nämlich Feigenschnaps, sondern G. Und ich habe es ausgetrunken. Habe beim Trinken gemerkt, dass das, was offensichtlich drin sein sollte, nicht drin ist. Und habe es versucht auszuspucken, habe es versucht rauszukotzen, hat alles nicht funktioniert. Dadurch bin ich kollabiert.
Als der Krankenwagen eintraf, hatte ich einen Atemstillstand, wurde intubiert, auf dem Weg ins Krankenhaus reanimiert und bin dann auf der Intensivstation gelandet. GBL konsumiere ich immer am Wochenende, wenn ich frei habe und wenn ich ausgehe. Mal zweimal in der Woche, mal nur alle drei Wochen. Generell nur mit Fruchtsäften, Wasser, also ohne Alkohol. Der Preis ist halt so billig, dass man pro Rausch halt nur 20 Cent bezahlt. Das GBL wird halt dann in so einer Plastikflasche geliefert. Ich habe es mir halt umgeschüttet jetzt in so eine Glasflasche rein. Von dort aus gebe ich mir das dann am Wochenende, wenn ich ausgehe, in so eine kleine Flasche rein. Das dann immer einfach in die Hosentasche reinmachen. Konsumieren tue ich GBL halt so, dass ich es halt per entweder Spritze mir genau dosiere, das ist eine 1-Milliliter-Spritze, oder ich mache halt GBL in die Verschlusskappe rein. Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Man muss sagen, aber das mit der Spritze ist die sicherste, weil da kann man sich auch nicht verschätzen mit. Und so nehme ich halt mein Getränk und mache dann halt 1 Milliliter rein oder 2 Milliliter, je nachdem. Man merkt mit der Zeit, wie man dosieren kann, wie man so dosiert, ohne dass man einschläft. Das entträgt sich irgendwann raus, hat ein gewisses Gefühl dafür. Uns nichts vor. Zum Nachtleben gehört Rausch dazu, in welcher Form auch immer. Sei es halt irgendwie, wenn du nachts in eine Kneipe gehst und dich mit Alk zuballerst oder eben halt dann mit irgendwelchen Drogen. So, ne? Das hat es schon immer gegeben, das wird es auch weiterhin geben. So. Und jetzt kommt aber dieses G dazu. Was man auch sagen muss, es ist ja jetzt kein Phänomen jetzt der Techno-Szene in den 2000ern, sondern das haben die Punks sich halt auch schon in den 80ern, 90ern reingeknallt. Das gab es halt auch immer wieder. Also das Problem an dieser Droge ist halt, dass sie nichts kostet. Es ist relativ leicht mit irgendwo reinzuschmuggeln. Es ist eine durchsichtige, klare Flüssigkeit. Also das hat auch den Partys an sich geschadet, weil der Konsum oder beziehungsweise die Auswirkung, die der Konsum davon hat, ist, dass die Leute halt anfangen abzuspasten, sich also so im wahrsten Sinne mit Spastiken auf dem Boden rumliegen und rumzucken, sich vollbrechen und vollkotzen. Das Handling der Droge ist halt schwieriger. So beim Joint baust du dir halt eine Sportzigarette und weißt halt, was damit passiert. Beim Alkohol kannst du abschätzen, dass du nach 5 Flaschen Wodka irgendwie in der Ecke liegst. Aber halt bei G ist es halt irgendwie so, dass du halt wirklich damit irgendwelchen Spritzen rumhantieren musst und das halt millimeterweise dir zurechtdosieren musst, dass in einer Atmosphäre, wo es dunkel ist, wo es
so die Lichtverhältnisse für den Arsch sind und wo du eigentlich gar nicht dieses Ding gewährleisten kannst, die Droge so zu konsumieren, dass die dich oder andere nicht gefährdet. Und von daher ist es meiner Ansicht nach eine Droge, die nicht im Clubbetrieb sowieso oder im Partybetrieb sowieso nicht gehört, aber allgemein auch eine Droge ist, die verdammt gefährlich ist. Und dadurch, dass sie auch so leicht erreichbar ist, meiner Ansicht nach zu den Top-Killern gehört irgendwie. Wie bei vielen Missbrauchssubstanzen beobachtet man beim GHB eine dosisabhängige Wirkung. Die Substanz wird eingenommen, weil sie in niedriger Dosierung zur Entspannung führt, eine gewisse stimmungsaufhellende, euphorisierende Wirkung hat. Wenn die Dosis erhöht wird, kommt es allerdings relativ abrupt zu Bewusstseinsverlusten. Das heißt, die Leute stürzen ohnmächtig zu Boden und brauchen unter Umständen Minuten oder sogar 1 bis 2 Stunden, bis sie das Bewusstsein wieder erlangen. Bei einer massiven Überdosierung kommt es nach dem Bewusstseinsverlust normalerweise sehr rasch zur Atemlähmung, die dann gefolgt wird vom Tod. Ein recht merkwürdiges Phänomen beim Konsum von GHB ist, dass in einer Überdosierung, bei der es zur Bewusstlosigkeit kommt oder zum sehr tiefen Schlaf, die Betroffenen nach 1 bis 2 Stunden relativ schlagartig wieder erwachen und eigentlich vollkommen gesund sind. Was allerdings den meisten dann auffällt, ist, dass es einen Bewusstseinsverlust für die Zeit der Bewusstlosigkeit, aber auch für eine gewisse Zeitspanne davor gibt. Du brauchst auch eine Ewigkeit, um zu kapieren, hey, ich war tot. Also das kommt dann halt irgendwann mal. Mir ist es aufgefallen, als ich im Krankenhaus lag und auf die Visiten der Ärzte von den anderen Stationen halt immer mit ihren ganzen Ärzten im Praktikum ankamen und immer so, hey, hier der Typ, ne, das ist so der Beweis, dass man nicht aufgeben sollte und so weiter. Und dann liegst du da halt und, ja, was ist mit euch irgendwie so. Und dann irgendwann mal kommt dann halt der Augenblick, wo du dann merkst, oh, da war richtig halt scheiße so, ne. Und daraus entwickelt sich dann für dich selber, dass du dann halt dieses, hey, ich bin jung, wild und komme, was wolle, stellst du dann nicht wirklich in Frage, aber die wird halt so, hey, jetzt ohne philosophisch klingen zu wollen, aber so, die wird bewusst, dass halt alles endlich ist. So. Also so auch dein Leben halt irgendwann mal zu Ende geht und das auch sehr schnell passieren kann. Am nächsten Tag geht es mir sehr gut, kann ich sagen. Ich habe keine Kopfschmerzen, auch sonst keine Symptome, die mich irgendwie negativ beeinflussen würden. Also man kann ohne weiteres am nächsten Tag Dinge tun, die man zum Beispiel nach so einem richtigen Alkoholkonsum nicht machen könnte. Man hat weder Kopfschmerzen noch sonstige Sachen. Es ist so, als wenn man nie was konsumiert hätte. Die größte Gefahr in GBL ist die Abhängigkeit, weil man kann es überall einsetzen. Ich habe selber getestet, 2 Tage, einmal beim Einkaufen, da ging es ohne weiteres, und einmal beim Sport, es hat keiner gemerkt. Und da habe ich mir nur gedacht, das kann doch ganz schön böse ausgehen. Am Anfang wollte ich es auch nicht wahrhaben, dass man GBL in der Gesellschaft einsetzen kann, ohne nicht bemerkt zu werden, aber es geht ohne weiteres. Ich bin Pascal, bin 21 Jahre alt, arbeite als Kfz-Mechatroniker und nehme GBL. Das Ganze nehme ich jetzt schon seit ungefähr 3 Jahren und sogar ohne Abhängigkeit, da ich schon von Anfang an wusste, dass die Gefahr der Abhängigkeit relativ hoch ist. Darum habe ich eigene Regeln für mich entwickelt, die mir geholfen haben, nie abhängig zu werden. Ich komme zu mir GBL hauptsächlich wegen seiner Wirkung und es ist wahrscheinlich hauptsächlich gegen die Langeweile. Immer das Gleiche machen, immer das Leben ist immer gleich. Aber wenn man dann GBL hat, dann ist das eine Art Urlaub. Andere fliegen in Urlaub, ich brauche da nicht wegfliegen. Wenn ich da mal GBL habe, ist das eben eine Zeit, wo alles ein bisschen anders ist. Kann man schlecht beschreiben, aber es fühlt sich ein bisschen wie Erholung an. It's just restless. Der erste Rausch, da war ich natürlich erstmal nervös, da man ja noch nicht wusste, auf was man sich einlässt.
Und im Hinterkopf waren immer noch Gedanken wie Felgenreiniger, Lösungsmittel und Koma. Ich habe mich dann eben von einem Freund bedient und der hat mir 1,7 Milliliter gegeben. Wir haben das beide in einen Apfelsaft aufgelöst und getrunken und einfach gewartet. Nach ein paar Minuten kam dann eben so ein warmes Gefühl, ein leicht euphorisches Gefühl. Man könnte sagen, wie ein kleiner Schutzmantel oder ein kleiner Schleier, der wo das Gefühl gibt, dass alles einfacher ist. Und auch man ist motivierter, Sachen zu machen, die man eigentlich nicht macht, auf die man keine Lust hat. Durch Drogen habe ich eigentlich alles verloren. Das hat mein Leben kaputt gemacht, das GBL auf jeden Fall. Also es fing an dann mit Schulden, dann ja, Freunde, wo gestorben sind. Und dann am Schluss jetzt meine Partnerin, ja. Also ich habe am Anfang nur am Wochenende Liquid getrunken, ein Jahr lang. Und dann bin ich arbeitslos geworden und dann war das so, dass ich es täglich getrunken habe. Und wo man es dann täglich getrunken hat, war der angenehme Rausch vielleicht einen Monat. Und dann wurde es dann zur Sucht, wo es dann nicht mehr so angenehm war. Man hat dieses Gefühl vom Anfang nicht mehr hingekriegt, egal wie viel Liquid man getrunken hat. Ja, mit Leuten rumgehangen, die auch Liquid gesoffen haben und nicht arbeiten waren. Und so trinkt man das dann von morgens bis abends jeden Tag, also jede Stunde ungefähr. Ja, und dann schon mal da ruckzuck drin, also direkt nach dem Aufstehen erstmal in eine Einheit rein, dann ist der Tag wieder schön. Und ja, das geht dann ruckzuck, innerhalb von anderthalb Wochen ist man dann abhängig vom Liquid körperlich. Mein Name ist Florian Zepf, ich bin Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie. Ich denke, der Konsum von GHB und auch GBL ist besorgniserregend, weil wir einfach so wenig darüber wissen, wie selten oder wie häufig der Konsum letzten Endes ist. Man geht davon aus, dass der Konsum letzten Endes verschiedenste Bevölkerungskreise betrifft und ist letzten Endes nicht, wie ursprünglich angenommen, Randgruppen oder vielleicht auch Partygänger betrifft. GBL in den Alltag integriert habe ich natürlich auch schon. Das bietet sich bei GBL einfach zu sehr an. Also da kann man fast nicht widerstehen. Und das ist ja auch wahrscheinlich schon ein bisschen ein kleines Suchteingeständnis. Allerdings hatte ich damit noch keine Probleme. Das GBL vor der Arbeit hat eigentlich eher den Nutzen, dass man besser aus dem Bett kommt. Man kennt das natürlich jeder, dass man früh keine Lust hat aufzustehen. Und das Problem ist eigentlich fast nicht gegeben, weil man ja weiß, ich stehe auf und kann mir gleich eine Droge geben. Ich muss dazu sagen, dass ich dann, wenn ich auf Arbeit gehe, die Dosen sind andere Dosen, wie die ich daheim konsumiere, um da 100% sicher zu sein, dass ich da nicht irgendwie Fehler mache, dass ich da nicht aus irgendwelchen Umständen doch mal einschlafe oder wegnick. Und das muss einfach nicht sein. Auf Arbeit lasse ich sie dann immer weg. Das heißt, meistens nur eine halbe Stunde vor Feierabend nimmt man eben eine Dosis, so wie anderen eben ihr Feierabendbier trinken, was ja sehr verbreitet ist. So nehme ich meine Dosis und arbeite noch eine halbe Stunde hier und dann gehe nach Hause. Und zu Hause wird dann eben maximal ein, zwei Dosen noch konsumiert. Eben geschaut, dass keine Dosis zum Schlafen geben benutzt wird. Und dann gehe ich schlafen und bin immer ein. Wo ich da süchtig war, habe ich nachts gar nicht mehr von alleine schlafen können. Das heißt, ich habe mich dann überdosiert. Dann habe ich halt 5 Millis oder so auf einmal getrunken und bin dann weggekommert. Und nach 2 Stunden kommt man dann irgendwann nach 2 Stunden wieder zu sich und das war eigentlich dann der Schlaf, den man hatte. Entweder hat man sich nochmal weggekommert, um 2 Stunden zu schlafen, oder man ist einfach wieder aufgestanden, hat sich weniger dosiert, dann wird man fit von allein. Also ich muss sagen, in der Zeit, wo ich abhängig war, habe ich im Durchschnitt vielleicht 3-4 Stunden geschlafen nachts. Sonst war ich immer wach. Ich achte beim Konsum von GBL vor allem darauf, dass es nicht ausartet. Das ist, glaube ich, das einzigste Wichtige, worauf man bei GBL aufpassen sollte, dass man sich
nicht zu sehr verleiten lässt und denkt, ja, noch eine Dosis geht schon und komm, heute noch eine mehr. Das ist, glaube ich, die Gefahr, weil GBL ja sehr schleichend verläuft, die Sucht. Und dann hat man noch gar nicht gemerkt, was los ist und ist schon abhängig. Der Gedanke der Abhängigkeit ist nie weggegangen und das war wahrscheinlich auch gut, sonst hätte das gleich am Anfang eine Sucht auslösen können bei mir. Man sollte einfach versuchen zu genießen und einfach das Gute rauszuholen, es aber auch nicht versuchen, für immer festzuhalten. Das weiß man ja, wie das endet. Durch die lange Zeit, wo wir schon Liquid genommen haben und auch viel, also 70 Millis am Tag, merkt man dann schon auch, dass der Körper nicht mehr aufs Liquid irgendwie richtig reagiert. Du hast die Glücksgefühle nicht mehr so. Und dann haben wir schon mal gesprochen, aber jetzt sollten wir wieder eine Pause machen. Aber immer mit dem Bewusstsein, dass wir irgendwann wieder anfangen wollen, weil wir einfach dieses Gefühl kennen. Und dann haben wir schon auch drüber gesprochen, auch mal wieder einen Selbstentzug gemacht zwischendrin. Dann wieder einen Monat aufgehört und dann halt gleich wieder angefangen. Es ist ziemlich heftig, so ein Liquidentzug. Also es fängt nach einer Stunde schon an, wenn man kein Liquid nachlegt, dass der Körper anfängt zu kribbeln. Dann wird es kalt, man fühlt sich nicht gut, einem wird schlecht. Irgendwann fängt man an, auch Hallus zu kriegen. Man sieht Sachen, die gar nicht da waren, dass Würmer aus der Wände kommen und solche Spinnen überall. Man hofft nur, man denkt die ganze Zeit nur daran, dass es endlich aufhört, also der Entzug an sich. Ja, dann zählt man, jetzt habe ich den ersten Tag rum, jetzt sind es noch 2 Tage, dann geht es wieder besser. Oder man überlegt, scheiße, wo kriege ich jetzt wieder was her, scheiß auf den Entzug. Ich nehme jetzt wieder was, ja. In der Klinik sagt man immer, da sind immer nur die Junkies und das will man sich ja nicht einreden. Man redet sich ja ein, dass man es im Griff hat, deswegen auch der Selbstentzug. Und der Selbstentzug ist, wenn man sich nicht auskennt und keine Leute dabei hat, die keinen Entzug machen, sehr gefährlich, weil gerade beim GBL ist man ruckzuck im Delirium. Einen Herzstillstand bekommen und kann tödlich enden, ja. Grundsätzlich ist das Entzugsdelir mit GHB ein potenziell lebensbedrohlicher Zustand und deshalb gehört die Therapie dieser Patienten in fachliche Hände. Und wichtig ist einfach eine intensivmedizinische Überwachung. Das heißt, man muss einfach schauen, gibt es Herzrhythmusstörungen, muss man hier gegebenenfalls gegensteuern. Die Patienten haben ein erhöhtes Risiko für ein Nierenversagen. Die Patienten sind vermehrt unfallgefährdet, weil sie disorientiert sind und ihre eigene Situation nicht realitätsgetreu einschätzen können. Deshalb ist es immer wichtig, sich hier in die Obhut von Fachleuten zu begeben. Also in der Zeit, wo wir GBL genommen haben, waren wir meistens in Privaträumen. Ja, bei Freunden rumgehangen, Techno gehört, Party gemacht. Eigentlich so den ganzen Tag. Ja, dann sind wir auf Techno-Partys gegangen viel. Und ja, dann gute 6 Jahre am Stück. Immer wieder Pause zwischendrin, 1-2 Monate, aber schon 6 Jahre GBL konsumiert. Hab dann meine Verlobte kennengelernt, 2010. War auch in der Liquid-Szene, dann zusammengezogen, auch wieder Liquid genommen, klar. Und dann Ende 2011, irgendwann ist eine Liquid-Lieferung nicht angekommen und wir sind unerwartet auf Entzug gekommen. Haben dann zwar ein paar Tabletten daheim gehabt, aber das war nicht das Richtige und sind dann auch verwirrt rumgelaufen in unserer Stadt umher. Und wo wir gewohnt haben, war dann auch so, dass das andere Bewohner mitbekommen haben und dann Polizei und Rettungswagen geholt haben. Da bin ich dann mit meiner Verlobten in der Psychiatrie gelandet. Und zu der Zeit haben wir dann danach, wo wir wieder einigermaßen klar waren, uns dann auch entschieden, eine Drogentherapie zu machen. Und dann waren wir da 4 Monate und ja, eine Mitpatientin, die haben Liquid in die Klinik reingeschmuggelt und dann wieder rückfällig geworden in der Klinik, sind dann am nächsten Tag abgebrochen. Genau, und an dem Abend ist dann meine Verlobte an einer Überdosis mit Alkohol gestorben. Sie ist neben mir eingeschlafen und irgendwann habe ich festgestellt, dass sie nicht mehr atmet. Dann haben wir sofort einen Notarzt gerufen und mit der Wiederbelebung begonnen, aber da ihre Luftröhre zu war, hat es nichts mehr gebracht und der Notarzt hat ziemlich lange gedauert, bis der da war, 20 Minuten. In Freiburg war das. Und dann ist sie noch in die Uniklinik gekommen und nach 3 Tagen haben die Ärzte gesagt, sie können nichts mehr machen, weil das Gehirn einfach zu wenig Sauerstoff bekommen hat. Ja, und dann haben sie die Geräte abgestellt. Ja.
damals schon zu meiner Verlobten gesagt, also wenn wir so weitermachen, geht es immer nur weiter bergab. Entweder machen wir jetzt zusammen Therapie oder wir müssen uns trennen, weil so ging es nicht. Also es ging dann wirklich bergab zu der Zeit. Alles, beide keine Arbeit mehr, Liquid, viel Beikonsum von anderen Drogen und Schulden finanziell ruiniert zu dem Zeitpunkt. Und ja, war einfach, ja, da ging es einfach nicht weiter. Ich denke, es ist einfach schwierig, wenn beide konsumieren, dann zieht man sich gegenseitig noch tiefer rein, wie man eigentlich schon drin ist. Genau. War nichts, die Therapie sollte eigentlich ein Neustart sein, dass man danach woanders hingeht, neu startet, das Leben in den Griff kriegt, aber leider ist es nach hinten losgegangen. Auf jeden Fall ist es halt einfach unfair, dass die Drogen halt, außer wir sagen jetzt Alkohol, halt immer in so eine unterste Schublade einsortiert werden. Stimmt nicht. Ja. Alkohol, wie gesagt, ist so mit die härteste Droge und da sollte man sich halt mal Gedanken machen. Das Problem ist einfach, wenn es zur falschen Zeit am falschen Ort ist, wenn du einfach in einer schlechten Situation bist. Und falls du keine richtigen Stütze hast wie Freunde, dann kann es sein, dass du da drin abrutschst und versuchst einfach damit, das Leben damit durchzuziehen und ich weiß nicht, was dir fehlt, irgendwie damit rauszuholen. Also ich glaube nicht, dass ich in meinem Leben komplett mit dem Rausch abschließe, dass ich gar nichts mehr nehme. Ich denke, wenn man einmal in der Drogenszene drin wird, wird man sein Leben lang irgendwann immer wieder mal was nehmen. Stigmatisieren bringt halt nichts so. Also man muss halt an der Stelle irgendwie schon, es bleibt halt dann nur noch Aufklärung. Das ist halt auch schon so eine Frage, warum knallen sich die Leute halt heutzutage so dermaßen weg so. Und das ist ein gesellschaftliches Problem, nicht eins, was halt auf einer Party gelöst werden kann. Das ist so vielleicht so die Erkenntnis aus der Nummer. Dazu. Was man auch sagen muss, es ist ja jetzt kein Phänomen jetzt der Techno-Szene in den 2000ern, sondern das haben die Punks sich halt auch schon in den 80ern, 90ern reingeknallt. Das gab es halt auch immer wieder. Also das Problem an dieser Droge ist halt, dass sie nichts kostet. Es ist relativ leicht mit irgendwo reinzuschmuggeln. Es ist eine durchsichtige, klare Flüssigkeit. Also das hat auch den Partys an sich geschadet, weil der Konsum oder beziehungsweise die Auswirkung, die der Konsum davon hat, ist, dass die Leute halt anfangen abzuspasten, sich also so im wahrsten Sinne mit Spastiken auf dem Boden rumliegen und rumzucken, sich vollbrechen und vollkotzen. Das Handling der Droge ist halt schwieriger. So beim Joint baust du dir halt eine Sportzigarette und weißt halt, was damit passiert. Beim Alkohol kannst du abschätzen, dass du nach 5 Flaschen Wodka irgendwie in der Ecke liegst. Aber halt bei G ist es halt irgendwie so, dass du halt wirklich damit irgendwelchen Spritzen rumhantieren musst und das halt millimeterweise dir zurechtdosieren musst, dass in einer Atmosphäre, wo es dunkel ist, wo die Lichtverhältnisse für den Arsch sind und wo du eigentlich gar nicht dieses Ding gewährleisten kannst, die Droge so zu konsumieren, dass die dich oder andere nicht gefährdet. Und von daher ist es meiner Ansicht nach eine Droge, die nicht im Clubbetrieb sowieso oder im Partybetrieb sowieso nicht gehört, aber allgemein auch eine Droge ist, die verdammt gefährlich ist. Und dadurch, dass sie auch so leicht erreichbar ist, meiner Ansicht nach zu den Top-Killern gehört irgendwie. Wie bei vielen Missbrauchssubstanzen beobachtet man beim GHB eine dosisabhängige Wirkung. Die Substanz wird eingenommen, weil sie in niedriger Dosierung zur Entspannung führt, eine gewisse stimmungsaufhellende, euphorisierende Wirkung hat. Wenn die Dosis erhöht wird, kommt es allerdings relativ abrupt zu Bewusstseinsverlusten. Das heißt, die Leute stürzen ohnmächtig zu Boden und brauchen unter Umständen Minuten oder sogar 1 bis 2 Stunden, bis sie das Bewusstsein wiedererlangen. Bei einer massiven Überdosierung kommt es nach dem Bewusstseinsverlust normalerweise sehr rasch zur Atemlähmung,
die dann gefolgt wird vom Tod. Ein recht merkwürdiges Phänomen beim Konsum von GHB ist, dass in einer Überdosierung, bei der es zur Bewusstlosigkeit kommt oder zum sehr tiefen Schlaf, die Betroffenen nach 1 bis 2 Stunden relativ schlagartig wieder erwachen und eigentlich vollkommen gesund sind. Was allerdings den meisten dann auffällt, ist, dass es einen Bewusstseinsverlust für die Zeit der Bewusstlosigkeit, aber auch für eine gewisse Zeitspanne davor gibt. Aber du brauchst auch eine Ewigkeit, um zu kapieren, hey, ich war tot. Also das kommt dann halt irgendwann mal. Mir ist es aufgefallen, als ich im Krankenhaus lag und auf die Visiten der Ärzte von den anderen Stationen halt immer mit ihren ganzen Ärzten im Praktikum ankamen und immer so, hey, hier der Typ, ne, das ist so der Beweis, dass man nicht aufgeben sollte und so weiter. Und dann liegst du da halt und, ja, was ist mit euch irgendwie so. Und dann irgendwann mal kommt dann halt der Augenblick, wo du dann merkst, oh, da war richtig halt scheiße so, ne. Und daraus entwickelt sich dann für dich selber, dass du dann halt dieses, hey, ich bin jung, wild und komme, was wolle, stellst du dann nicht wirklich in Frage, aber die wird halt so, hey, jetzt ohne philosophisch klingen zu wollen, aber so, die wird bewusst, dass halt alles endlich ist. So. Also so auch dein Leben halt ja, irgendwann mal zu Ende geht und das auch sehr schnell passieren kann. Am nächsten Tag geht es mir sehr gut, kann ich sagen. Ich habe keine Kopfschmerzen, auch sonst keine Symptome, die mich irgendwie negativ beeinflussen würden. Also man kann ohne weiteres am nächsten Tag Dinge tun, die man zum Beispiel nach so einem richtigen Alkoholkonsum nicht machen könnte. Man hat weder Kopfschmerzen noch sonstige Sachen. Es ist so, als wenn man nie was konsumiert hätte. Die größte Gefahr in GBL ist die Abhängigkeit, weil man kann es überall einsetzen. Ich habe selber getestet, 2 Tage, einmal beim Einkaufen, da ging es ohne weiteres und einmal beim Sport, es hat keiner gemerkt und da habe ich mir nur gedacht, das kann doch ganz schön böse ausgehen. Am Anfang wollte ich es auch nicht wahrhaben, dass man GBL in der Gesellschaft einsetzen kann, ohne nicht bemerkt zu werden, aber es geht ohne weiteres. Ich bin Pascal, bin 21 Jahre alt, arbeite als Kfz-Mechatroniker und nehme GBL. Das Ganze nehme ich jetzt schon seit ungefähr 3 Jahren und sogar ohne Abhängigkeit, da ich schon von Anfang an wusste, dass die Gefahr der Abhängigkeit relativ hoch ist. Darum habe ich eigene Regeln für mich entwickelt, die mir geholfen haben, nie abhängig zu werden. Ich komme zu mir GBL hauptsächlich wegen seiner Wirkung und das ist wahrscheinlich hauptsächlich gegen die Langeweile. Immer das Gleiche machen, immer das Leben ist immer gleich. Aber wenn man ein GBL hat, dann ist das eine Art Urlaub. Andere fliegen in Urlaub, ich brauche da nicht wegfliegen. Wenn ich da mein GBL habe, ist das eben eine Zeit, wo alles ein bisschen anders ist. Kann man schlecht beschreiben, aber es fühlt sich ein bisschen wie Erholung an. It's just restless. Der erste Rausch, da war ich natürlich erstmal nervös, da man ja noch nicht wusste, auf was es sich einlässt. Und im Hinterkopf waren immer noch Gedanken wie Felgenreiniger, Lösungsmittel und Koma. Ich habe mich dann eben von einem Freund bedient und der hat mir 1,7 Milliliter gegeben. Wir haben das beide in Apfelsaft aufgelöst und getrunken und einfach gewartet. Nach ein paar Minuten kam dann eben so ein warmes Gefühl, ein leicht euphorisches Gefühl. Man könnte sagen, wie ein kleiner Schutzmantel oder ein kleiner Schleier, der wo das Gefühl gibt, dass alles einfacher ist. Und auch man ist motivierter, Sachen zu machen, die man eigentlich nicht macht, auf die man keine Lust hat. Durch Drogen habe ich eigentlich alles verloren. Es hat mein Leben kaputt gemacht, das GBL auf jeden Fall.
Also es fing an dann mit Schulden, dann ja Freunde, wo gestorben sind. Und dann am Schluss jetzt meine Partnerin, ja. Also ich habe am Anfang nur am Wochenende Liquid getrunken, ein Jahr lang. Und dann bin ich arbeitslos geworden und dann war das so, dass ich es täglich getrunken habe. Und wo man es dann täglich getrunken hat, war der angenehme Rausch vielleicht einen Monat. Und dann wurde es dann zur Sucht, wo es dann nicht mehr so angenehm war. Man hat dieses Gefühl vom Anfang nicht mehr hingekriegt, egal wie viel Liquid man getrunken hat. Ja, mit Leuten rumgehangen, die auch Liquid gesoffen haben und nicht arbeiten waren. Und so trinkt man das dann von morgens bis abends jeden Tag, also jede Stunde ungefähr. Ja, und dann ist schon mal der Ruckzuck drin, also direkt nach dem Aufstehen. Erstmal in eine Einheit rein, dann ist der Tag wieder schön. Und ja, das geht dann ruckzuck, innerhalb von anderthalb Wochen ist man dann abhängig vom Liquid körperlich. Mein Name ist Florian Zepf, ich bin Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie. Ich denke, der Konsum von GHB und auch GBL ist besorgniserregend, weil wir einfach so wenig darüber wissen, wie selten oder wie häufig der Konsum letzten Endes ist. Man geht davon aus, dass der Konsum letzten Endes verschiedenste Bevölkerungskreise betrifft und ist letzten Endes nicht, wie ursprünglich angenommen, Randgruppen oder vielleicht auch Partygänger betrifft. GBL in den Alltag integriert habe ich natürlich auch schon. Das bietet sich bei GBL einfach zu sehr an. Also da kann man fast nicht widerstehen. Und das ist ja auch wahrscheinlich schon ein bisschen ein kleines Suchteingeständnis. Allerdings hatte ich damit noch keine Probleme. Das GBL vor der Arbeit hat eigentlich eher den Nutzen, dass man besser aus dem Bett kommt. Man kennt das natürlich jeder, dass man früh keine Lust hat aufzustehen. Und das Problem ist eigentlich fast nicht gegeben, weil man ja weiß, ich stehe auf und kann mir gleich eine Droge geben. Ich muss dazu sagen, dass ich dann, wenn ich auf Arbeit gehe, die Dosen sind andere Dosen, wie die ich daheim konsumiere, um da 100% sicher zu sein, dass ich da nicht irgendwie Fehler mache, dass ich da nicht aus irgendwelchen Umständen doch mal einschlafe oder wegnick. Und das muss einfach nicht sein. Auf Arbeit lasse ich sie dann immer weg. Das heißt, meistens nur eine halbe Stunde vor Feierabend nimmt man eben eine Dosis, so wie anderen eben ihr Feierabendbier trinken, was ja sehr verbreitet ist. Dann nehme ich mir eine Dosis und arbeite noch eine halbe Stunde an und dann gehe nach Hause. Und zu Hause wird dann eben maximal ein, zwei Dosen noch konsumiert. Eben geschaut, dass keine Dosis zum Schlafen geben benutzt wird. Und dann gehe ich schlafen und bin immer ein. Wo ich da süchtig war, habe ich nachts gar nicht mehr von alleine schlafen können. Das heißt, ich habe mich dann überdosiert. Dann habe ich halt 5 Millis oder so auf einmal getrunken und bin dann weggekommert. Und nach 2 Stunden kommt man dann irgendwann nach 2 Stunden wieder zu sich und das war eigentlich dann der Schlaf, den man hatte. Entweder hat man sich nochmal weggekommert, um 2 Stunden zu schlafen, oder man ist einfach wieder aufgestanden, hat sich weniger dosiert, dann wird man fit von allein. Also ich muss sagen, in der Zeit, wo ich abhängig war, habe ich im Durchschnitt vielleicht 3-4 Stunden geschlafen nachts. Sonst war ich immer wach. Ich achte beim Konsum von GBL vor allem darauf, dass es nicht ausartet. Das ist, glaube ich, das einzigste Wichtige, worauf man bei GBL aufpassen sollte, dass man sich nicht zu sehr verleiten lässt und denkt, ja, noch eine Dosis geht schon und komm, heute noch eine mehr. Das ist, glaube ich, die Gefahr, weil GBL ja sehr schleichend verläuft, die Sucht. Und dann hat man noch gar nicht gemerkt, was los ist und ist schon abhängig. Der Gedanke der Abhängigkeit ist nie weggegangen und das war wahrscheinlich auch gut, sonst hätte das gleich am Anfang eine Sucht auslösen können bei mir. Man sollte einfach versuchen zu genießen und einfach das Gute rauszuholen, es aber auch nicht versuchen, für immer festzuhalten. Das weiß man ja, wie das endet. Durch die lange Zeit, wo wir schon Liquid genommen haben und auch viel, also 70 Millis am Tag, merkt man dann schon auch, dass der Körper nicht mehr aufs Liquid irgendwie richtig reagiert. Du hast die Glücksgefühle nicht mehr so. Und dann haben wir schon mal gesprochen, aber jetzt sollten wir wieder eine Pause machen. Aber immer mit dem Bewusstsein, dass wir irgendwann wieder anfangen wollen, weil wir einfach dieses Gefühl kennen. Und dann haben wir schon auch drüber gesprochen, auch mal wieder einen Selbstentzug gemacht zwischendrin. Dann wieder einen Monat aufgehört und dann halt gleich wieder angefangen.
Es ist ziemlich heftig, so ein Liquidentzug. Also es fängt nach einer Stunde schon an, wenn man kein Liquid nachlegt, dass der Körper anfängt zu kribbeln. Dann wird es kalt, man fühlt sich nicht gut, einem wird schlecht. Irgendwann fängt man an, auch Hallus zu kriegen. Man sieht Sachen, die gar nicht da waren, dass Würmer aus der Wände kommen und solche Spinnen überall. Man hofft nur, man denkt die ganze Zeit nur daran, dass es endlich aufhört, also der Entzug an sich. Ja, dann zählt man, jetzt habe ich den ersten Tag rum, jetzt sind es noch 2 Tage, dann geht es wieder besser. Oder man überlegt, scheiße, wo kriege ich jetzt wieder was her, scheiß auf den Entzug. Ich nehme jetzt wieder was. Ja. In der Klinik sagt man immer, da sind immer nur die Junkies und das will man sich ja nicht einreden. Man redet sich ja ein, dass man es im Griff hat, deswegen auch der Selbstentzug. Und der Selbstentzug ist, wenn man sich nicht auskennt und keine Leute dabei hat, die keinen Entzug machen, sehr gefährlich, weil gerade beim GBL ist man ruckzuck im Delirium. Kann Herzstillstand bekommen und kann tödlich enden, ja. Grundsätzlich ist das Entzugsdelir mit GHB ein potenziell lebensbedrohlicher Zustand und deshalb gehört die Therapie dieser Patienten in fachliche Hände. Und wichtig ist einfach ein... Vor 5 Jahren war ich im Club, habe dort auf Freunde gewartet. Während ich auf die gewartet habe, habe ich auf dem Boden eine Flasche Kurzen gefunden, also so ein 0,2er-Shot. Und dachte, es wäre eine super Idee, den auszutrinken, während ich auf die Leute warte. Leider war nicht der Inhalt drin, den ich erwartet habe, nämlich Feigenschnaps, sondern G. Und ich habe es ausgetrunken. Ich habe beim Trinken gemerkt, dass das, was offensichtlich drin sein sollte, nicht drin ist. Und habe es versucht auszuspucken, habe es versucht rauszukotzen, hat alles nicht funktioniert. Dadurch bin ich kollabiert. Als der Krankenwagen eintraf, hatte ich einen Atemstillstand, wurde intubiert, auf dem Weg ins Krankenhaus reanimiert und bin dann auf der Intensivstation gelandet. GBL konsumiere ich immer am Wochenende, wenn ich frei habe und wenn ich ausgehe. Mal 2-mal in der Woche, mal nur alle 3 Wochen. Mit Fruchtsäften, Wasser, also ohne Alkohol. Der Preis ist halt so billig, dass man pro Rausch halt nur 20 Cent bezahlt. Das GBL wird halt dann in so einer Plastikflasche geliefert. Ich habe es mir halt umgeschüttet jetzt in so eine Glasflasche rein. Von dort aus gebe ich mir das dann am Wochenende, wenn ich ausgehe, in so eine kleine Flasche rein. Das dann kann man einfach in die Hosentasche reinmachen. Konsumieren tue ich GBL halt so, dass ich es halt per entweder Spritze genau dosiere, das ist eine 1 ml Spritze, oder ich mache halt GBL in die Verschlusskappe rein. Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Man muss sagen, aber das mit der Spritze ist die sicherste, weil da kann man sich auch nicht verschätzen mit. Und so nehme ich halt mein Getränk und mache dann halt 1 ml rein oder 2 ml, je nachdem. Man merkt mit der Zeit, wie man dosieren kann, wie man so dosiert, ohne dass man einschläft. Das trägt sich irgendwann raus, hat ein gutes Gefühl dafür.
Machen wir uns nichts vor. Zum Nachtleben gehört Rausch dazu, in welcher Form auch immer. Sei es halt irgendwie, wenn du nachts in eine Kneipe gehst und dich mit Alk zuballerst oder eben halt dann mit irgendwelchen Drogen. So, ne? Das hat es schon immer gegeben, das wird es auch weiterhin geben. So. Und jetzt kommt aber diese. Läuft super. Saugeile Laune habe ich. Eine Euphorie, eine gewisse Energie. Also ich würde zurück mal so einen 100-Meter-Sprit machen. Da drin in den Clubs sind eigentlich ziemlich alle cool drauf, muss ich sagen. Also habe ich alle gern. Ansonsten hier muss ich sagen, mir geht's gut. Keine Müdigkeit mehr. Kann mich nicht beklagen. Besser als jeder Alkoholrausch. Super. Genau so muss das sein. Geiler Ausgleich. Besser als jedes Antidepressiva. Wenn ich Gehbehel konsumiere, dann habe ich so ein Gefühl wie gewisses Achterbahnfahren, so ein Gefühl her, so ein Kribbel im Bauch. Man hat halt gute Laune, möchte was unternehmen. Gehbehel macht, wie soll ich sagen, auf jeden Fall Lust auf Sex, sehr viel Lust auf Sex. Die Gefühle sind intensiver. Gehbehel ist halt so eine Droge, die sich am besten halt empfacht, wenn man in Gesellschaft ist oder bei mir halt, wenn ich im Club drin bin. Man kann so teilweise die, wenn man ein gewisses Konsum erreicht hat, dann kann man teilweise die Musik so wie so spüren, anfassen, so in der Art, gerade wenn man am Tanzen ist. GHB ist Gamma-Hydroxybutyrat, eigentlich eine Chemikalie, die allerdings in Deutschland auch als Arzneimittel zugelassen ist zur Einleitung von Narkosen. Und sie wird in den letzten Jahren leider massenhaft in der Jugendkultur missbraucht. Es wird nicht nur GHB konsumiert, sondern auch eine Vorform dieser Substanz, das ist das sogenannte GBL. GBL ist eine chemische Verbindung, die als Reiniger zum Beispiel von Graffiti verwendet wird und bis vor kurzem in großer Menge leicht im Internet verfügbar war für jedermann. Wie bei allen Missbrauchssubstanzen gibt es natürlich für GHB sehr viele Street- oder Slang-Names, wie man das nennt. Liquid Ecstasy war eigentlich einer der ersten und ist mit einer der verbreitetsten. Genauso wird die Substanz als G bezeichnet oder lediglich als Liquid. Eine zusätzliche traurige Berühmtheit hat GHB oder Liquid Ecstasy in den letzten Jahren erlangt, weil es eingesetzt wird als sogenannte K.O.-Tropfen. Groß geworden bin ich in einem kleinen Dorf mit ungefähr 1000 Einwohnern als Einzelkind. Habe da auch 30 Jahre lang gelebt und bin seit einem Jahr halt weggezogen. Ich bin im Gesundheitswesen tätig, betreue da halt sozial schwächere Menschen oder auch kranke Menschen und fühle mich da so bestens aufgehoben. Mir macht die Arbeit Spaß. Neben meiner Arbeit bin ich halt sehr sportlich aktiv. Ich habe da meine Tagesabläufe, ich habe da meine Vereine und Interessen und das gestaltet sich immer Tag für Tag eigentlich im selben Rhythmus. Das erste Mal Kontakt mit Rauschmitteln hatte ich mit 15, 16 Jahren. Da habe ich erstmal Alkohol getrunken und habe auch Alkohol seitdem auch nur noch konsumiert bis zu meinem 30. Lebensjahr. Und da bin ich halt umgestiegen auf GBL. Durch Alkohol ist halt auch eine Beziehung abgegangen. Ich hatte damals meinen Führerschein verloren gehabt, weil ich halt auch so viel getrunken hatte, dass ich nicht mehr genau wusste, was ich tue. Und dann habe ich gesagt, so, du musst eine Notbremsung machen mit Alkohol kommst du nicht klar. Und da habe ich halt im Internet in gewissen Formen halt die Frage gestellt, gibt es Alternativdrogen im Vergleich zu Alkohol? Und da wurde mir halt indirekt GBL empfohlen, aber auch davor gewarnt, vor der Suchtgefahr, muss ich dazu sagen. Ich bin der Meinung, dass ich mit GBL halt mich wohler fühle und auch, wie gesagt, nicht mehr so ein Mistbauer. Auch mal wieder einen Selbstentzug gemacht zwischendrin, dann wieder einen Monat aufgehört und dann halt gleich wieder angefangen.
Es ist ziemlich heftig, so ein Liquidentzug. Also es fängt nach einer Stunde schon an, wenn man kein Liquid nachlegt, dass der Körper anfängt zu kribbeln. Dann wird es kalt, man fühlt sich nicht gut, einem wird schlecht. Irgendwann fängt man an, auch Hallus zu kriegen. Man sieht Sachen, die gar nicht da waren, dass Würmer aus der Wände kommen und solche Spinnen überall. Man hofft nur, man denkt die ganze Zeit nur daran, dass es endlich aufhört. Also der Entzug an sich. Ja, dann zählt man, jetzt habe ich den ersten Tag rum, jetzt sind es noch 2 Tage, dann geht's wieder besser. Oder man überlegt, scheiße, wo kriege ich jetzt wieder was her, scheiß auf den Entzug. Ich nehme jetzt wieder was, ja. In der Klinik sagt man immer, da sind immer nur die Junkies und das will man sich ja nicht einreden. Man redet sich ja ein, dass man es im Griff hat, deswegen auch der Selbstentzug. Und der Selbstentzug ist, wenn man sich nicht auskennt und keine Leute dabei hat, die keinen Entzug machen, sehr gefährlich, weil gerade beim GBL ist man ruckzuck im Delirium. Kann Herzstillstand bekommen und kann tödlich enden, ja. Grundsätzlich ist das Entzugsdelirium mit GHB ein potenziell lebensbedrohlicher Zustand und deshalb gehört die Therapie dieser Patienten in fachliche Hände. Und wichtig ist einfach ein... Vor 5 Jahren war ich im Club, habe dort auf Freunde gewartet. Während ich auf die gewartet habe, habe ich auf dem Boden eine Flasche Kurzen gefunden, also so ein 0,2er-Shot. Und dachte, es wäre eine super Idee, den auszutrinken, während ich auf die Leute warte. Leider war nicht der Inhalt drin, den ich erwartet habe, nämlich Feigenschnaps, sondern G. Und ich habe es ausgetrunken. Hab beim Trinken gemerkt, dass das, was offensichtlich drin sein sollte, nicht drin ist. Und habe es versucht auszuspucken, habe es versucht rauszukotzen, hat alles nicht funktioniert. Dadurch bin ich kollabiert. Als der Krankenwagen eintraf, hatte ich einen Atemstillstand, wurde intubiert, auf dem Weg ins Krankenhaus reanimiert und bin dann auf der Intensivstation gelandet. GBL konsumiere ich immer am Wochenende, wenn ich frei habe und wenn ich ausgehe. Mal 2-mal in der Woche, mal nur alle 3 Wochen. Mit Fruchtsäften, Wasser, also ohne Alkohol. Der Preis ist halt so billig, dass man pro Rausch halt nur 20 Cent bezahlt. Das GBL wird halt dann in so einer Plastikflasche geliefert. Ich habe es mir halt umgeschüttet jetzt in so eine Glasflasche rein. Von dort ab. Und dann merkst du, oh, da war richtig halt scheiße so, ne? Und daraus entwickelt sich dann für dich selber, dass du dann halt dieses, hey, ich bin jung, wild und komme, was wolle, stellst du dann nicht wirklich in Frage, aber die wird halt so, hey, jetzt ohne philosophisch klingen zu wollen, aber so, die wird bewusst, dass halt alles endlich ist so. Also so auch dein Leben halt, irgendwann mal zu Ende geht und das auch sehr schnell passieren kann. Am nächsten Tag geht es mir sehr gut, kann ich sagen. Ich habe keine Kopfschmerzen, auch sonst keine Symptome, die mich irgendwie negativ beeinflussen würden. Also man kann ohne weiteres am nächsten Tag Dinge tun, die man zum Beispiel nach so einem richtigen Alkoholkonsum nicht machen könnte. Man hat weder Kopfschmerzen noch sonstige Sachen. Es ist so, als wenn man nie was konsumiert hätte. Die größte Gefahr in GBL ist die Abhängigkeit, weil man kann es überall einsetzen. Ich habe selber getestet, 2 Tage, einmal beim Einkaufen, da ging es ohne weiteres. Und einmal beim Sport, es hat keiner gemerkt. Und da habe ich mir nur gedacht, das kann doch ganz schön böse ausgehen. Am Anfang wollte ich es auch nicht wahrhaben, dass man GBL in der Gesellschaft einsetzen kann, ohne nicht bemerkt zu werden, aber es geht ohne weiteres. Ich bin Pascal, bin 21 Jahre alt, arbeite als Kfz-Mechatroniker und nehme GBL. Das Ganze nehme ich jetzt schon seit ungefähr 3 Jahren und sogar ohne Abhängigkeit, da ich schon von Anfang an wusste, dass die Gefahr der Abhängigkeit relativ hoch ist. Darum habe ich eigene Regeln für mich entwickelt, die mir geholfen haben, nie abhängig zu werden.
Ich konsumiere GBL hauptsächlich wegen seiner Wirkung und es ist wahrscheinlich hauptsächlich gegen die Langeweile. Immer das Gleiche machen, immer das Leben ist immer gleich, aber wenn man ein GBL hat, dann ist das eine Art Urlaub. Andere fliegen in Urlaub, ich brauche da nicht wegfliegen, wenn ich da mein GBL habe. Ist das eben eine Zeit, wo alles ein bisschen anders ist. Kann man schlecht beschreiben, aber es fühlt sich ein bisschen wie Erholung an. Der erste Rausch, da war ich natürlich erstmal nervös, da man ja noch nicht wusste, auf was sich einlässt. Und im Hinterkopf waren immer noch Gedanken wie Felgenreiniger, Lösungsmittel und Koma. Ich habe mich dann eben von einem Freund bedient und der hat mir 1,7 Milliliter gegeben. Wir haben da immer das Gleiche machen, immer das Leben ist immer gleich, aber wenn man ein GBL hat, dann ist das eine Art Urlaub. Andere fliegen in Urlaub, ich brauche da nicht wegfliegen, wenn ich da mein GBL habe. Ist das eben eine Zeit, wo alles ein bisschen anders ist. Kann man schlecht beschreiben, aber es fühlt sich ein bisschen wie Erholung an. Der erste Rausch, da war ich natürlich erstmal nervös, da man ja noch nicht wusste, auf was sich einlässt. Und im Hinterkopf waren immer noch Gedanken wie Felgenreiniger, Lösungsmittel und Koma. Ich habe mich dann eben von einem Freund bedient und der hat mir 1,7 Milliliter gegeben. Wir haben das beide in einen Apfelsaft aufgelöst und getrunken und einfach gewartet. Nach ein paar Minuten kam dann eben so ein warmes Gefühl, ein leicht euphorisches Gefühl. Man könnte sagen, wie ein kleiner Schutzmantel oder ein kleiner Schleier, der wo das Gefühl gibt, dass alles einfacher ist. Und auch man ist motivierter, Sachen zu machen, die man eigentlich nicht macht, auf die man keine Lust hat. Durch Drogen habe ich eigentlich alles verloren. Das hat mein Leben kaputt gemacht, das GBL auf jeden Fall. Also es fing an dann mit Schulden, dann ja, Freunde, wo gestorben sind. Und dann am Schluss jetzt meine Partnerin, ja. Also ich habe am Anfang nur am Wochenende Liquid getrunken, ein Jahr lang. Und dann bin ich arbeitslos geworden und dann war das so, dass ich es täglich getrunken habe. Und wo man es dann täglich getrunken hat, war der angenehme Rausch vielleicht einen Monat. Und dann wurde es dann zur Sucht, wo es dann nicht mehr so angenehm war. Man hat dieses Gefühl vom Anfang nicht mehr hingekriegt, egal wie viel Liquid man getrunken hat. Ja, mit Leuten rumgehangen, die auch Liquid gesoffen haben und nicht arbeiten waren. Und so trinkt man das dann von morgens bis abends jeden Tag, also jede Stunde ungefähr. Ja, und dann schon mal der Ruckzuck drin, also direkt nach dem Aufstehen. Erstmal in eine Einheit rein, dann ist der Tag wieder schön. Und ja, das geht dann ruckzuck innerhalb von anderthalb Wochen, ist man dann abhängig vom Liquid körperlich. Mein Name ist Florian Zepf, ich bin Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie. Ich denke, der Konsum von GHB und auch GBL ist besorgniserregend, weil wir einfach so wenig darüber wissen. Sehr verbreitet ist, indem ich meine Dosis und arbeite noch eine halbe Stunde ein und dann gehe nach Hause. Und zu Hause wird dann eben maximal ein, zwei Dosen noch konsumiert. Eben geschaut, dass keine Dosis zum Schlafen geben benutzt wird. Und dann gehe ich schlafen und bin immer ein. Wo ich da süchtig war, habe ich nachts gar nicht mehr von alleine schlafen können. Das heißt, ich habe mich dann überdosiert. Dann habe ich halt 5 Millis oder so auf einmal getrunken und bin dann weggekommert. Und nach 2 Stunden kommt man dann irgendwann nach 2 Stunden wieder zu sich und das war eigentlich dann der Schlaf, den man hatte. Entweder hat man sich nochmal weggekommert, um 2 Stunden zu schlafen, oder man ist einfach wieder aufgestanden, hat sich weniger dosiert, dann wird man fit von allein. Also ich muss sagen, in der Zeit, wo ich abhängig war, habe ich im Durchschnitt vielleicht 3-4 Stunden geschlafen nachts. Sonst war ich immer wach. Musik.
Ich achte beim Konsum von GBL vor allem darauf, dass es nicht ausartet. Das ist, glaube ich, das einzigste Wichtige, worauf man bei GBL auch achten sollte, dass man sich nicht zu sehr verleiten lässt und denkt, ja, noch eine Dosis geht schon und komm, heute noch eine mehr. Das ist, glaube ich, die Gefahr, weil GBL ja sehr schleichend verläuft, die Sucht. Und dann hat man auch gar nicht gemerkt, was los ist und ist schon abhängig. Der Gedanke der Abhängigkeit ist nie weggegangen und das war wahrscheinlich auch gut, sonst hätte das gleich am Anfang eine Sucht auslösen können bei mir. Man sollte einfach versuchen zu genießen und einfach das Gute rauszuholen, es aber auch nicht versuchen, für immer festzuhalten. Das weiß man ja, wie das endet. Durch die lange Zeit, wo wir schon Liquid genommen haben und auch viel, also 70 Millis am Tag, merkt man dann schon auch, dass der Körper nicht mehr aufs Liquid irgendwie richtig reagiert. Du hast die Glücksgefühle nicht mehr so. Und dann haben wir schon mal gesprochen, aber jetzt sollten wir wieder eine Pause machen. Aber immer mit dem Bewusstsein, dass wir irgendwann wieder anfangen wollen, weil wir einfach dieses Gefühl kennen. Und dann haben wir schon auch drüber gesprochen, auch mal wieder einen Selbstentzug gemacht zwischendrin. Dann wieder einen Monat aufgehört und dann halt gleich wieder angefangen. Es ist ziemlich heftig, so ein Liquidentzug. Also es fängt nach einer Stunde schon an, wenn man kein Liquid nachlegt, dass der Körper anfängt zu kribbeln. Dann wird es kalt, man fühlt sich nicht gut, einem wird schlecht. Irgendwann fängt man an, auch Hallus zu kriegen. Man sieht Sachen, die gar nicht da waren, dass Würmer aus der Wände kommen und solche Spinnen überall. Man hofft nur, man denkt die ganze Zeit nur daran, dass es endlich aufhört, also der Entzug an sich. Ja, dann zählt man, jetzt habe ich den ersten Tag rum, jetzt sind es noch 2 Tage, dann geht es wieder besser. Oder man überlegt, scheiße, wo kriege ich jetzt wieder was her, scheiß auf den Entzug. Das Entzug ist, wenn man sich nicht auskennt und keine Leute dabei hat, die keinen Entzug machen, sehr gefährlich, weil gerade beim GBL ist man ruckzuck im Delirium, kann Herzstillstand bekommen und kann tödlich enden, ja. Grundsätzlich ist das Entzugsdelir mit GHB ein potenziell lebensbedrohlicher Zustand und deshalb gehört die Therapie dieser Patienten in fachliche Hände. Und wichtig ist einfach eine intensivmedizinische Überwachung. Das heißt, man muss einfach schauen, gibt es Herzrhythmusstörungen, muss man hier gegebenenfalls gegensteuern. Die Patienten haben ein erhöhtes Risiko für ein Nierenversagen. Die Patienten sind vermehrt unfallgefährdet, weil sie disorientiert sind und ihre eigene Situation nicht realitätsgetreu einschätzen können. Deshalb ist es immer wichtig, sich hier in die Obhut von Fachleuten zu begeben. Also in der Zeit, wo wir GBL genommen haben, waren wir meistens in Privaträumen. Ja, bei Freunden rumgehangen, Techno gehört, Party gemacht, eigentlich so den ganzen Tag. Ja, dann sind wir auf Techno-Partys gegangen viel und ja, dann gute 6 Jahre am Stück. Immer wieder Pause zwischendrin, 1-2 Monate, aber schon 6 Jahre GBL konsumiert. Hab dann meine Verlobte kennengelernt, 2010, war auch in der Liquid-Szene, dann zusammengezogen, auch wieder Liquid genommen, klar. Und dann Ende 2011, irgendwann ist eine Liquid-Lieferung nicht angekommen und wir sind unerwartet auf Entzug gekommen. Haben dann zwar ein paar Tabletten daheim gehabt, aber das war nicht das Richtige und sind dann auch verwirrt rumgelaufen in unserer Stadt, wo wir herkommen. Und wo wir gewohnt haben, war dann auch so, dass das andere Bewohner mitbekommen haben und dann Polizei und Rettungswagen geholt haben. Da bin ich dann mit meiner Verlobten in der Psychiatrie gelandet. Und zu der Zeit haben wir dann danach, wo wir wieder einigermaßen klar waren, uns dann auch entschieden, eine Drogentherapie zu machen. Und dann waren wir da 4 Monate und ja, eine Mitpatientin, die haben Liquid in die Klinik reingeschmuggelt und dann wieder rückfällig geworden in der Klinik, sind dann am nächsten Tag abgebrochen. Genau, und an dem Abend ist dann meine Verlobte an einer Überdosis mit Alkohol gestorben. Sie ist neben mir eingeschlafen und irgendwann habe ich festgestellt, dass sie nicht mehr atmet. Dann haben wir sofort einen Notarzt gerufen und mit der Wiederbelebung begonnen, aber da ihre Luftröhre zu war, hat es nichts mehr gebracht und der Notarzt hat ziemlich lange gedauert, bis der da war, 20 Minuten. In Freiburg war das. Und dann ist sie noch in die Uniklinik gekommen und nach 3 Tagen haben die Ärzte gesagt, sie können nichts mehr machen. Millimeterweise dir zurechtdosieren musst, dass in einer Atmosphäre, wo es dunkel ist, wo die Lichtverhältnisse für den Arsch sind und wo du eigentlich gar nicht dieses Ding gewährleisten kannst,
die Droge so zu konsumieren, dass die dich oder andere nicht gefährdet. Und von daher ist es meiner Ansicht nach eine Droge, die nicht im Clubbetrieb sowieso oder im Partybetrieb sowieso nicht gehört, aber allgemein auch eine Droge ist, die verdammt gefährlich ist. Und dadurch, dass sie auch so leicht erreichbar ist, meiner Ansicht nach zu den Top-Killern gehört irgendwie. Wie bei vielen Missbrauchssubstanzen beobachtet man beim GHB eine dosisabhängige Wirkung. Die Substanz wird eingenommen, weil sie in niedriger Dosierung zur Entspannung führt, eine gewisse stimmungsaufhellende, euphorisierende Wirkung hat. Wenn die Dosis erhöht wird, kommt es allerdings relativ abrupt zu Bewusstseinsverlusten. Das heißt, die Leute stürzen ohnmächtig zu Boden und brauchen unter Umständen Minuten oder sogar 1 bis 2 Stunden, bis sie das Bewusstsein wieder erlangen. Bei einer massiven Überdosierung kommt es nach dem Bewusstseinsverlust normalerweise sehr rasch zur Atemlähmung, die dann gefolgt wird vom Tod. Ein recht merkwürdiges Phänomen beim Konsum von GHB ist, dass in einer Überdosierung, bei der es zur Bewusstlosigkeit kommt oder zum sehr tiefen Schlaf, die Betroffenen nach 1 bis 2 Stunden relativ schlagartig wieder erwachen und eigentlich vollkommen gesund sind. Was allerdings den meisten dann auffällt, ist, dass es einen Bewusstseinsverlust für die Zeit der Bewusstlosigkeit, aber auch für eine gewisse Zeitspanne davor gibt. Du brauchst auch eine Ewigkeit, um zu kapieren, hey, ich war tot. Also das kommt dann halt irgendwann mal. Mir ist es aufgefallen, als ich im Krankenhaus lag und auf die Visiten der Ärzte von den anderen Stationen halt immer mit ihren ganzen Ärzten im Praktikum ankamen und immer so, hey, hier der Typ, ne, das ist so der Beweis, dass man nicht aufgeben sollte und so weiter. Und dann liegst du da halt und, ja, was ist mit euch irgendwie so? Und dann irgendwann mal kommt dann halt der Augenblick, wo du dann merkst, oh, da war richtig halt scheiße so, ne? Und daraus entwickelt sich dann für dich selber, dass du dann halt dieses, hey, ich bin jung, wild und komme, was wolle, stellst du dann nicht wirklich in Frage, aber die wird halt so, hey, jetzt ohne philosophisch klingen zu wollen, aber so, die wird bewusst, dass halt alles endlich ist, so. Also so auch dein Leben halt, irgendwann mal zu Ende geht und das auch sehr schnell passieren kann. Am nächsten Tag geht es mir sehr gut, kann ich sagen. Ich habe keine Kopfschmerzen, auch sonst keine Symptome, die mich irgendwie jahren. Da habe ich erstmal Alkohol getrunken und habe auch Alkohol seitdem auch nur noch konsumiert bis zu meinem 30. Lebensjahr. Und da bin ich halt umgestiegen auf GBL. Durch Alkohol ist halt auch eine Beziehung abgegangen. Ich hatte damals meinen Führerschein verloren gehabt, weil ich halt auch so viel getrunken hatte, dass ich nicht mehr genau wusste, was ich tue. Und dann habe ich gesagt, so, du musst eine Notbremsung machen. Mit Alkohol kommst du nicht klar. Und da habe ich halt im Internet in gewissen Formen halt die Frage gestellt, gibt es Alternativdrogen im Vergleich zu Alkohol? Und da wurde mir halt indirekt GBL empfohlen, aber auch davor gewarnt, vor der Suchtgefahr, muss ich dazu sagen. Ich bin der Meinung, dass ich mit GBL halt mich wohler fühle und auch, wie gesagt, nicht mehr so ein Mist baue. Vor 5 Jahren war ich im Club, habe dort auf Freunde gewartet. Während ich auf die gewartet habe, habe ich auf dem Boden eine Flasche Kurzen gefunden, also so ein 0,2er-Shot. Und dachte, es wäre eine super Idee, den auszutrinken, während ich auf die Leute warte. Leider war nicht der Inhalt drin, den ich erwartet habe, nämlich Feigenschnaps, sondern G. Und ich habe es ausgetrunken, habe beim Trinken gemerkt, dass das, was offensichtlich drin sein sollte, nicht drin ist. Und habe es versucht auszuspucken, habe es versucht rauszukotzen, hat alles nicht funktioniert. Dadurch bin ich kollabiert. Als der Krankenwagen eintraf, hatte ich einen Atemstillstand, wurde intubiert, auf dem Weg ins Krankenhaus reanimiert und bin dann auf der Intensivstation gelandet. GBL konsumiere ich immer am Wochenende, wenn ich frei habe und wenn ich ausgehe. Mal 2-mal in der Woche, mal nur alle 3 Wochen. Generell nur
mit Fruchtsäften, Wasser, also ohne Alkohol. Der Preis ist halt so billig, dass man pro Rausch halt nur 20 Cent bezahlt. Das Gehbehälter wird halt dann in so einer Plastikflasche geliefert. Ich habe es mir halt umgeschüttet jetzt in so eine Glasflasche rein. Von dort aus gebe ich mir das dann am Wochenende, wenn ich ausgehe, in so eine kleine Flasche rein. Das dann kann man einfach in die Hosentasche reinmachen. Konsumieren tue ich Gehbehälter halt so, dass ich es halt per entweder Spritze genau dosiere, das ist eine 1-Milliliter-Spritze, oder ich mache halt GBL in die Verschlusskappe rein. Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Man muss sagen, aber das mit der Spritze ist die sicherste, weil da kann man sich auch nicht verschätzen mit. Und so nehme ich halt mein Getränk und mache dann halt mitbekommen haben und dann Polizei und Rettungswagen geholt haben. Da bin ich dann mit meiner Verlobten in der Psychiatrie gelandet. Und zu der Zeit haben wir dann danach, wo wir wieder einigermaßen klar waren, uns dann auch entschieden, eine Drogentherapie zu machen. Und dann waren wir da 4 Monate. Und ja, eine Mitpatientin, die haben Liquid in die Klinik reingeschmuggelt und dann wieder rückfällig geworden in der Klinik, sind dann am nächsten Tag abgebrochen. Genau, und an dem Abend ist dann meine Verlobte an einer Überdosis mit Alkohol gestorben. Sie ist neben mir eingeschlafen und irgendwann habe ich festgestellt, dass sie nicht mehr atmet. Dann haben wir sofort einen Notarzt gerufen und mit der Wiederbelebung begonnen, aber da ihre Luftröhre zu war, hat es nichts mehr gebracht und der Notarzt hat ziemlich lange gedauert, bis der da war, 20 Minuten. In Freiburg war das. Und dann ist sie noch in die Uniklinik gekommen und nach 3 Tagen haben die Ärzte gesagt, sie können nichts mehr machen, weil das Gehirn einfach zu wenig Sauerstoff bekommen hat. Ja, und dann haben sie die Geräte abgestellt. Ja. Damals schon zu meiner Verlobten gesagt, also wenn wir so weitermachen, geht es immer nur weiter bergab. Entweder machen wir jetzt zusammen Therapie oder wir müssen uns trennen, weil so ging es nicht. Also es ging dann wirklich bergab zu der Zeit. Alles, beide keine Arbeit mehr, Liquid viel Beikonsum von anderen Drogen und Schulden finanziell ruiniert zu dem Zeitpunkt und ja, war einfach, ja, da ging es einfach nicht weiter. Ich denke, es ist einfach schwierig, wenn beide konsumieren, dann zieht man sich gegenseitig noch tiefer rein, wie man eigentlich schon drin ist. Genau. War nichts, die Therapie sollte eigentlich ein Neustart sein, dass man danach woanders hingeht, neu startet, das Leben in den Griff kriegt, aber leider ist es nach hinten losgegangen. Auf jeden Fall ist es halt einfach unfair, dass die Drogen halt, außer sagen jetzt Alkohol, halt immer in so eine unterste Schublade einsortiert werden. Stimmt nicht. Ja. Alkohol, wie gesagt, ist so mit die härteste Droge und da sollte man sich halt mal Gedanken machen. Das Problem ist einfach, wenn es zum falschen Zeit am falschen Ort ist, wenn du einfach in einer schlechten Situation bist und falsch. Durch Drogen habe ich eigentlich alles verloren. Das hat mein Leben kaputt gemacht, das GBL auf jeden Fall. Also es fing an dann mit Schulden, dann ja, Freunde, wo gestorben sind. Und dann am Schluss jetzt meine Partnerin, ja. Also ich habe am Anfang nur am Wochenende Liquid getrunken, 1 Jahr lang. Und dann bin ich arbeitslos geworden und dann war das so, dass ich es täglich getrunken habe. Und wo man es dann täglich getrunken hat, war der angenehme Rausch vielleicht 1 Monat. Und dann wurde es dann zur Sucht, wo es dann nicht mehr so angenehm war. Man hat dieses Gefühl vom Anfang nicht mehr hingekriegt, egal wie viel Liquid man getrunken hat. Ja, mit Leuten rumgehangen, die auch Liquid gesoffen haben und nicht arbeiten waren. Und so trinkt man das dann von morgens bis abends jeden Tag, also jede Stunde ungefähr. Ja, und dann
ist schon mal der Ruckzuck drin, also direkt nach dem Aufstehen. Erst mal in eine Einheit rein, dann ist der Tag wieder schön. Und ja, das geht dann ruckzuck, innerhalb von anderthalb Wochen ist man dann abhängig vom Liquid körperlich. Mein Name ist Florian Zepf, ich bin Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie. Ich denke, der Konsum von GHB und auch GBL ist besorgniserregend, weil wir einfach so wenig darüber wissen, wie selten oder wie häufig der Konsum letzten Endes ist. Man geht davon aus, dass der Konsum letzten Endes verschiedenste Bevölkerungskreise betrifft und es letzten Endes nicht, wie ursprünglich angenommen, Randgruppen oder vielleicht auch Partygänger betrifft. GBL in den Alltag integriert habe ich natürlich auch schon. Das bietet sich bei GBL einfach zu sehr an. Also da kann man fast nicht widerstehen. Und das ist ja auch wahrscheinlich schon ein bisschen ein kleines Suchteingeständnis. Allerdings hatte ich damit noch keine Probleme. Das GBL vor der Arbeit hat eigentlich eher den Nutzen, dass man besser aus dem Bett kommt. Man kennt das natürlich jeder, dass man früh keine Lust hat aufzustehen. Und das Problem ist eigentlich fast nicht gegeben, weil man ja weiß, ich stehe auf und kann mir gleich eine Droge geben. Ich muss dazu sagen, dass ich dann, wenn ich auf Arbeit gehe, die Dosen sind andere Dosen, wie die ich daheim konsumiere, um da 100% sicher zu sein, dass ich da nicht irgendwie Fehler mache, dass ich da nicht aus irgendwelchen Umständen doch mal einschlafe oder wegnick. Und das muss einfach nicht sein. Auf Arbeit lasse ich sie dann immer weg. Das heißt, meistens nur eine halbe Stunde vor Feierabend man eben eine Dosis, so wie anderen eben ihr Feierabendbier trinken, was ja sehr verbreitet ist. So nehme ich meine Dosis und arbeite noch eine halbe Stunde hier ein und dann genau. Ich bin Pascal, bin 21 Jahre alt, arbeite als Kfz-Mechatroniker und nehme GBL. Das Ganze nehme ich jetzt schon seit ungefähr 3 Jahren und sogar ohne Abhängigkeit, da ich schon von Anfang an wusste, dass die Gefahr der Abhängigkeit relativ hoch ist. Darum habe ich eigene Regeln für mich entwickelt, die mir geholfen haben, nie abhängig zu werden. Ich konsumiere GBL hauptsächlich wegen seiner Wirkung und es ist wahrscheinlich hauptsächlich gegen die Langeweile. Immer das Gleiche machen, immer das Leben ist immer gleich, aber wenn man ein GBL hat, dann ist das eine Art Urlaub. Andere fliegen in Urlaub, ich brauche da nicht wegfliegen, wenn ich da mein GBL habe. Ist das eben eine Zeit, wo alles ein bisschen anders ist. Kann man schlecht beschreiben, aber es fühlt sich ein bisschen wie Erholung an. Der erste Rausch, da war ich natürlich erstmal nervös, da man ja noch nicht wusste, auf was sich einlässt. Und im Hinterkopf waren immer noch Gedanken wie Felgenreiniger, Lösungsmittel und Koma. Ich habe mich dann eben von einem Freund bedient und der hat mir 1,7 Milliliter gegeben. Wir haben das beide in einen Apfelsaft aufgelöst und getrunken und einfach gewartet. Nach ein paar Minuten kam dann eben so ein warmes Gefühl, ein leicht euphorisches Gefühl. Man könnte sagen, wie ein kleiner Schutzmantel oder ein kleiner Schleier, der wo das Gefühl gibt, dass alles einfacher ist. Und auch man ist motivierter, Sachen zu machen, die man eigentlich nicht macht, auf die man keine Lust hat. Durch Drogen habe ich eigentlich alles verloren. Das hat mein Leben kaputt gemacht, das GBL auf jeden Fall. Also es fing an dann mit Schulden, dann ja, Freunde, wo gestorben sind. Und dann am Schluss jetzt meine Partnerin, ja. Also ich habe am Anfang nur am Wochenende Liquid getrunken, ein Jahr lang. Und dann bin ich arbeitslos geworden und dann war das so, dass ich es täglich getrunken habe. Und wo man es dann täglich getrunken hat, war der angenehme Rausch vielleicht einen Monat. Und dann wurde es dann zur Sucht. Also es fing an dann mit Schulden, dann ja, Freunde, wo gestorben sind. Und dann am Schluss jetzt meine Partnerin, ja.
Also ich habe am Anfang nur am Wochenende Liquid getrunken, ein Jahr lang. Und dann bin ich arbeitslos geworden und dann war das so, dass ich es täglich getrunken habe. Und wo man es dann täglich getrunken hat, war der angenehme Rausch vielleicht einen Monat. Und dann wurde es dann zur Sucht, wo es dann nicht mehr so angenehm war. Man hat dieses Gefühl vom Anfang nicht mehr hingekriegt, egal wie viel Liquid man getrunken hat. Ja, mit Leuten rumgehangen, die auch Liquid gesoffen haben und nicht arbeiten waren. Und so trinkt man das dann von morgens bis abends jeden Tag, also jede Stunde ungefähr. Ja, und dann ist schon mal der Ruckzuck drin, also direkt nach dem Aufstehen. Da schon mal in eine Einheit rein, dann ist der Tag wieder schön. Und ja, das geht dann ruckzuck innerhalb von anderthalb Wochen, ist schon dann abhängig vom Liquid körperlich. Mein Name ist Florian Zepf, ich bin Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie. Ich denke, der Konsum von GHB und auch GBL ist besorgniserregend, weil wir einfach so wenig darüber wissen, wie selten oder wie häufig der Konsum letzten Endes ist. Man geht davon aus, dass der Konsum letzten Endes verschiedenste Bevölkerungskreise betrifft und ist letzten Endes nicht, wie ursprünglich angenommen, Randgruppen oder vielleicht auch Partygänger betrifft. GBL in den Alltag integriert habe ich natürlich auch schon. Das bietet sich bei GBL einfach zu sehr an. Also da kann man fast nicht widerstehen. Und das ist ja auch wahrscheinlich schon ein bisschen ein kleines Suchteingeständnis. Allerdings hatte ich damit noch keine Probleme. Das GBL vor der Arbeit hat eigentlich eher den Nutzen, dass man besser aus dem Bett kommt. Man kennt das natürlich jeder, dass man früh keine Lust hat aufzustehen. Und das Problem ist eigentlich fast nicht gegeben, weil man ja weiß, ich stehe auf und kann mir gleich eine Droge geben. Ich muss dazu sagen, dass ich dann, wenn ich auf Arbeit gehe, die Dosen sind andere Dosen, wie die ich daheim konsumiere, um da 100% sicher zu sein, dass ich da nicht irgendwie Fehler mache, dass ich da nicht aus irgendwelchen Umständen doch mal einschlafe oder wegnick. Und das muss einfach nicht sein. Auf Arbeit lasse ich es halt immer weg. Das heißt, meistens nur eine halbe Stunde vor Feierabend nimmt man eben eine Dosis, so wie anderen eben ihr Feierabendbier trinken, was ja sehr verbreitet ist. So nehme ich meine Dosis und arbeite noch eine halbe Stunde ein und dann gehe nach Hause. Und zu Hause wird dann eben maximal ein, zwei Dosen noch konsumiert. Eben geschaut, dass keine Dosis zum Schlafengehen benutzt wird. Und dann gehe ich schlafen und schlafe immer ein.